Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir sind heute bei Final Bahn, also bei Final Boss Bahn. Dort wollen wir schauen, wie wir denn am meisten Punkte bekommen. Einmal ohne Valenti, einmal mit Valenti. Das Team ohne Valenti war hier das mit Arthur. Arthur hatte dann ein anderes Gear bei mir noch an. Ich habe die Versuche schon gemacht, das heißt, ich weiß schon, wie viele Punkte ich rausgeholt habe. Um das Ganze ein bisschen zu erklären, wir müssen hier mit einer Teamkampfklasse von unter 200.000 starten, damit wir hier die 160 Punkte schon mal dazu bekommen. Im Idealfall müssen wir 7 Schwächungen von Verbündeten entfernen mit Reinigen. Habe ich bis jetzt in noch keinem Run tatsächlich geschafft. Wenn wir Detonieren bei einem Feind 5-mal anwenden, bekommen wir zusätzlich 230 Punkte. Die 400.000 Schaden habe ich auch nicht geschafft, wären hier auch nochmal 230 Punkte. Wenn wir uns dann hier anschauen, was wir hier an Punkten bekommen. Wir bekommen Gegner wieder erwachen, das erkläre ich gleich, sind plus 40 Punkte. Ja, dann haben wir, genau, hier einen Feind mit Detonieren-Fertigkeit besiegen. Das ist sehr wichtig, dafür bekommen wir 150 Punkte. Das heißt, wenn wir den Gegner mit SR Arthurs Detonieren-Fertigkeit oder mit Valentis Detonieren-Fertigkeit besiegen, bekommen wir zusätzlich 150 Punkte. Dann bekommen wir natürlich zusätzliche Punkte proportional zur Anzahl der überlebenden Helden. Zusätzliche Punkte proportional zu restlichen Life Points. Dann zusätzliche Punkte proportional zur Teamkampfklasse. Das heißt, wir wollen möglichst nah an 200.000 gelangen. Ich glaube, ich bin mit 198.000 reingegangen. Dann zusätzliche Punkte proportional zu großem, den Feind zugefügten Schaden. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel rausgeholt. Und wir bekommen natürlich Punktabzug proportional zu verwendeten Runden. Das Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben hier Bahn. Und wenn wir uns Bahn anschauen, sehen wir, wenn die Life Points 0 erreichen, werden 3 Kugeln verwendet, um vor dem Tod 24% der Life Points zu heilen. Limit 3-mal wird aktiviert vor Verringerung der Anzeige ultimativer Move. Das heißt, wir sind darauf aus, hier möglichst zu versuchen, Bahn die Ultkugeln unten zu behalten. Denn jedes Mal, wenn wir ihn killen würden und er hat mehr als 3 Ultkugeln, das Ganze geht 3-mal pro Phase, wird er einfach wiederbelebt und wir haben ihn einfach nicht gekillt und sind in der Phase nicht weitergekommen. Das Ganze ist ein bisschen nervig, denn mit dem RNG, also ihr könnt natürlich, wenn ihr das Ganze mit Valenti spielt, die Ult zielen. Das Problem ist, je nachdem wie er seine Karten auf der Hand kombiniert bekommt, bekommt er teilweise einfach mal 5 Ultkugeln dazu. Die Versuche, die ihr jetzt gleich sehen werdet, sind einer meiner ersten Versuche. Das heißt, da habe ich komischerweise am meisten Punkte rausgeholt, bin etwas enttäuscht, habe nicht so viele Punkte rausgeholt, wie ich gerne gehabt hätte, aber ich habe für Valenti und für meinen SR Arthur kein UR-Gear parat und das Ganze ist in Phase 2 nochmal genauso, da hat er hier diese Fähigkeiten auch, dort werden 5 Kugeln verwendet, aber er heilt sich gleich 60% seiner Life Points wieder zurück. Ja, das Ganze ist ziemlich, ziemlich nervig, er hat hier seinen Halten-Skill, damit erhöht er seine Life Points hier um bis zu 100%, das heißt, dann wird es einfach noch schwerer, ihn hier down zu bekommen, weil er hat so schon 292.000 HP, wenn er den in Gold drauf hat, hat er einfach fast 600.000 HP, darf nicht mehr als 5 Ultkugeln haben. Das Ganze ist, wenn man hier wirklich einen Highscore-Run machen will, ziemlich viel Arbeit, ziemlich viele Versuche, die man benötigen wird, um hier seinen Highscore-Run hinzubekommen. Wir haben das Ganze mit dem Team, wie ihr es hier einmal seht, versucht. Dort hat Arthur ein anderes Gear an und Jericho ein anderes Gear, damit wir möglichst nah an 200 und 1000 kommen. Oder ich glaube, Jericho hat hier gar kein Gear an, aber in der anderen Team Konstellation, also dort habe ich dann The One durch die Valenti ausgetauscht, habe Jericho ein Gear verpasst, dass ich wieder möglichst nah an die 200.000 CC komme. Seid nicht so verwirrt, die anfangs von den Versuchen, da rede ich natürlich ein wenig, habe das Ganze ziemlich lange versucht, wie gesagt, die ersten Runs waren dann tatsächlich meine besten und da würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich in den Runs, wir fangen an mit dem The One Team und danach mit dem Valenti Team. Ich kann vorneweg sagen, das Valenti Team macht minimal mehr Punkte, aber es ist maximal mehr Aufwand. Das heißt, wenn ihr hier nur eure Belohnung wollt, ihr wollt nicht auf Top 100 gehen oder sowas, würde ich euch das The One Team empfehlen. Und da würde ich sagen, viel Spaß bei den Versuchen. Ich habe auf meinem SR Arthur natürlich kein UR-Gear. Ich habe nämlich noch kein UR-Gear für SR Arthur gemacht. Nein. Wir wollen hier in der zweiten Runde am besten, denke ich mal, Elaine killen. Hm.
Okay. So, ich denke mal, das sollte reichen, um Elaine auf jeden Fall zu killen. Perfekt. So, reduzieren hier einmal die Ulti. Und hauen hier einmal mit unserem Arthur drauf. Ja, können hier halt nichts gegen die Ulti machen. Ja. Aber eventuell können wir ihn hier... Ah, wir schaffen es nicht, ihn ganz runter zu hauen. Sonst hätte er jetzt 3 Ult-Punkte verbraucht. Das ist nicht gut. Haben direkt ins Fettnäpfchen gegriffen. Haben nämlich jetzt das Problem, mit allen 3 Ultkugeln, die er hat, wird er jeweils immer mit 24% Leben wiederbelebt. Oh, wir haben ihn tatsächlich gekillt bekommen. Nice. So, hoffen jetzt, dass Bahn mit weniger als 3 Ultpunkten in den Kampf startet. Er hat genau 3. Ja, wir wollen hier in der ersten Phase auf jeden Fall Bahn killen. Perfekt. So, bitte Debuffs. Perfekt. Die entfernen wir uns. Reduzieren die Ult. Und hauen einmal hier drauf. Und wollen am besten mit einem Detonieren-Skill beenden. Das gibt uns 150 Extra-Punkte. Wie viel Leben hat die Madame? 137.000. Ich denke nicht, dass das langt, um sie zu killen.
Würde sagen, gehen dann kein Risiko ein und hauen beide Detonierenkarten rein. Und das sollte lang. Und wie viele Punkte gibt's? 3000. Mal schauen, ob dieser Try besser läuft. Ja, ist auf jeden Fall mit dem Valenti-Team viel mehr RNG, als wenn ihr The One benutzt. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt am besten einfach mit The One. Gucken, wie viel er sich die Ult auffüllt. Gar nicht. Mhm. Dann gehen wir hier auf Elaine. Weil wir killen sie so oder so. Wohl doch, wir gehen hier auf Elaine. Und sealen Bahn nochmal. Wenn wir Glück haben, hat er gleich einfach wieder keine Karten. Wie viele Karten kriegt er diesmal auf die Hand? Wieder keine. Ich denke nicht, dass das langt, um hier Elaine zu killen. Nee, ist leider zu schwach. Ah, und die Ulti wollen wir eigentlich auch nicht abbekommen. Ja, haben wir jetzt natürlich hier Arthur betäubt. Wird das langen, um hier Elaine zu killen? Ja, es scheint zu langen. Problem ist nur, wir haben jetzt Bahn, der sich jetzt wahrscheinlich anfängt, die Ults zu füllen. Wir haben die ganze Zeit Glück und jetzt wird er anfangen, sich die Ults zu füllen. Und da ist sie voll. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Ja, wir haben keine Debuffs drauf. So, wie viel übriger HP? 105.000. Alles nicht so einfach. Das revived ihn. Ja, ich muss ihn so versuchen zu killen und hab dann wieder nicht beide Ultis. Am besten wäre es, wenn ich Arthur seine Ulti und
Valenti ihre Ulti in der zweiten Phase ab. Konnten ihn aber hier wenigstens mit Detonieren Fertigkeit besiegen, gab wenigstens 150 Punkte. Problem ist, wir bekommen mit Elaine Bahn nicht mit der Ulti gelegt. Wie viele Ult-Punkte? 2. Ult-Ziel. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Glück. So, er darf jetzt keine Ult-Punkte dazu bekommen. Er hat hier 3 Ult-Punkte. Wir können hier nur die Ult reduzieren. So, und ihn hier nochmal zielen. Das Problem ist, sein Revive triggert, glaube ich, bevor es die Ultkugeln zieht. Nee, doch nicht. Perfekt. Jetzt haben wir das Siegel halt auf Elaine drauf, aber die entbufft sich selber. Das ist sehr gut. Können uns hier entfernen und heilen. Die Ult reduzieren und hoffen, dass hier die Detonieren-Karte eventuell schon reicht. Ah, die wird hier schwierig. Das wird wahrscheinlich nicht lang. Nee, es langt noch nicht. Es langt noch nicht. Wie viel HP sind das left? 87.000. Das und das sollte doch reichen für 87.000 Schaden, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. Perfekt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind, aber das könnten ein paar Punkte gewesen sein. Wieder nur 3269. So, ihr habt das beste Team jetzt gesehen. Sozusagen einmal ohne Elaine, einmal mit Elaine, meiner Meinung nach. Wir haben es hier nur unter die besten 0,86% geschafft. Und das Ganze ohne, dass wir URG für Valenti und für SR Arthur hatten. Ich denke mal, das Ergebnis kann sich einigermaßen sehen lassen. Anhand von wie oft ich das abgeschlossen habe, seht ihr übrigens auch, ja, wie viele Versuche ich gebraucht habe, nämlich nicht so viele. Ich habe insgesamt gerade mal 9500 Punkte gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, wie ihr das auch mit natürlich etwas schwächeren Units, wie jetzt zum Beispiel die Whales, erledigen könnt. Dann sollte es von dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.